Hallo und herzlich willkommen zu einem Erklärvideo. DJI hat für die Mavic Mini nun tatsächlich ein Update rausgehauen, in dem wir einen manuellen Videomodus bekommen. Und ich erkläre euch heute, was es mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten auf sich hat und wie man die Mavic Mini richtig einstellt. Lasst uns zuerst mit dem anfangen, was wir auch bereits zuvor hatten und die Grundlage des manuellen Modus ist. Die Auflösung. Die Auflösung stellt ein, mit wie vielen Pixeln unser Video aufgezeichnet wird. Bei 4K beispielsweise haben wir 4096 Pixel in der Breite und 2160 Pixel in der Höhe. Bei der Mavic Mini haben wir die Möglichkeit, 2,7K, was 2720x1530 Pixel sind, einzustellen oder 1080p, was 1920x1080 Pixel sind. Im Regelfall macht es Sinn, immer die höchste Auflösung zu wählen, aber dazu kommen wir noch später im Video. Die Framerate oder auch Frames per Second. Die FPS oder auch Framerate, im Englischen Frames per Second, gibt an, mit wie vielen Einzelbildern unser Video aufgezeichnet wird. Bereits ab etwa 16 Einzelbildern pro Sekunde nimmt unser menschliches Auge Einzelbilder als Video wahr, sofern sich die Bilder nur geringfügig voneinander unterscheiden. Bei der Mavic Mini haben wir die Möglichkeit, im 2,7K-Modus 30, 25 und 24 Frames per Second einzustellen. Im 1080p-Modus haben wir zusätzlich noch 48, 50 und 60 Frames per Second. Viele Leute sind hier auch der Meinung, dass die meisten Framerates immer das Beste wären. Andere Leute sind jedoch auch der Meinung, dass man ausschließlich in 24 Frames per Second filmen sollte. Aber dazu kommen wir später im Einstellungspart des Videos nochmal. Der Verschluss, Shutter. Der Verschluss oder auch Shutter ist noch ein Überbleibsel der analogen Filmkameras. Sie hatten das Problem, dass das Filmband zwischen den einzelnen Aufnahmen weiter transportiert werden musste und in dieser Zeit keine Belichtung stattfinden durfte. Daher wurden Filmkameras so ausgestattet, dass der Verschluss synchron zum Filmtransport dafür sorgte, dass das Filmfenster während der Transportphase abgedunkelt war. Heute hat der Shutter zwei Effekte. Das erste ist, er macht unser Bild dunkler oder heller. Eine Belichtungszeit von einer 25. Sekunde ist das hellste und eine Belichtungszeit von einer 8000. Sekunde ist das dunkelste, was die Mavic Mini uns anbietet. Und zweitens sorgt er dafür, ob unsere Bilder verschwommen oder scharf sind. Umso niedriger wir den Shutter wählen, umso verschwommener sind die Bilder. Umso höher wir den Shutter wählen, umso schärfer sind die Bilder. Hier im Beispiel seht ihr ein Video, das in eigentlich flüssigen 30 Frames per Second läuft. Trotzdem sieht es abgehackt aus, weil ein zu hoher Verschluss gewählt ist. In Videos brauchen wir eine gewisse Unschärfe, damit das Video flüssig wirkt. Dazu gibt es die 180 Grad Shutter-Regel, welche besagt, dass wenn wir unsere Framerate verdoppeln, wir den perfekten Shutter haben. Das heißt, wenn wir mit 30 Frames per Second filmen, müssen wir eine Belichtungszeit von einer 60. Sekunde wählen. Filmen wir mit 60 Frames per Second, nutzen wir eine Belichtungszeit von einer 120. Sekunde. Aber auch hierzu noch später im Video mehr. Der ISO oder ISO. Der ISO-Wert gibt an, mit wie viel Energie unser Kamerasensor versorgt wird und wie empfindlich gegenüber Licht er dadurch wird. Die Mavic Mini hat einen Bereich von 100 bis 3200 ISO. Jedoch wird auch bei ihr, wie bei jeder anderen Kamera, das Bild umso rauschiger, umso höher wir den ISO-Wert wählen. Ich konnte bei der Mini feststellen, dass bis 400 ISO ein gutes Rauschverhalten zu sehen ist. Ab 800 noch annehmbar und darüber stärkeres Rauschen. Im Idealfall wählt man immer den kleinsten ISO-Wert, der möglich ist. M.M. Was DJI hier M.N nennt, ist keine Einstellung, sondern eine Belichtungswaage. Sie sagt uns, ob unser Bild unter- oder überbelichtet ist. Wenn wir einen Minuswert dort sehen, sagt uns die Software, das Bild ist höchstwahrscheinlich unterbelichtet. Wenn da ein Pluswert steht, ist das Bild höchstwahrscheinlich überbelichtet. Ich persönlich bevorzuge hierfür jedoch ein Histogramm, welches man auch in den Einstellungen aktivieren kann. Und das liest sich auch von links nach rechts ab. Das heißt, wenn die Balken auf der linken Seite sind, ist unser Bild höchstwahrscheinlich zu dunkel und wenn sie auf der rechten Seite sind, ist unser Bild höchstwahrscheinlich zu hell. Weißabgleich. Den Weißabgleich findet man in den Einstellungen. Unter Kamera, erweiterte Aufnahmeeinstellungen und dort Weißabgleich auf manuell setzen. Er sorgt dafür, wie kühl oder warm unser Bild ist. Beziehungsweise passt er unsere Kamera auch der aktuellen Lichtumgebung an, damit Weiß auch wirklich immer weiß ist. Der eigentliche Grund, einen manuellen Weißabgleich bei einer Drohne zu nutzen, ist der, damit sich dieser nicht automatisch während des Fluges ändert und uns die Aufnahme versaut. So, und damit habt ihr erst einmal ein grundsätzliches Verständnis der Einstellungsmöglichkeiten. Kommen wir nun dazu, wie man die Drohne nun ideal einstellt, beziehungsweise wie ich meine Drohne einstelle. Das erste ist immer die Auflösung. Diese habe ich grundsätzlich auf 2,7K stehen, mit der Ausnahme, wenn ich Zeitlupenvideos machen möchte. Dann nutze ich gezwungenermaßen 1080p, da uns nur dann die 60 Frames per Second zur Verfügung stehen. Als nächstes die Framerates. Filme ich in 1080p, wähle ich immer 60 Frames per Second, da uns die höchste Frameszahl auch die langsamsten Zeitlupen beschert.
Filme ich in 2,7K, nutze ich für einen cineastischen Filmlook 24 Frames per Second. Sämtliche Kinofilme laufen in 24 Frames per Second und daher wirken diese für unser Auge auch epischer als beispielsweise 30 Frames per Second. Wenn jedoch einer meiner anderen Kameras, die ich im gleichen Projekt nutzen möchte, keine 24 Frames per Second unterstützt, wähle ich 30 FPS. Da man in einem Projekt immer die gleichen FPS wählen sollte. Sonst werden später random einige Frames verdoppelt oder herausgeschnitten und das kann wie ein Lag im Video aussehen. Das nächste ist der Verschluss. Sowohl bei 24 als auch bei 30 Frames per Second nutze ich diese 180 Grad Shutter-Regel. Das heißt, ich filme entweder bei 24 Frames mit einer 50stel Sekunde oder bei 30 Frames mit einer 60stel Sekunde als Shutter. Bei 60 FPS jedoch lasse ich die 180 Grad Shutter-Regel auch öfters mal außer Acht und filme mit einem höheren oder auch einem niedrigeren Shutter als einer 120stel Sekunde. Wenn wir mit der Mavic Mini wirklich 60 Frames per Second nutzen, sind für unser Auge schon genug Einzelbilder vorhanden, um auch ohne Unschärfe flüssig zu wirken. Das nächste ist der ISO-Wert. Diesen versuche ich immer so niedrig wie möglich zu halten, das heißt bei der Mavic Mini im Idealfall auf 100, um so wenig Rauschen wie möglich im Video zu haben. Jedoch setze ich ihn auch so hoch wie nötig, denn lieber hat man ein verrauschtes Bild als gar keins. Und man muss wirklich sagen, DJI hat hier in der Rauschunterdrückung ganze Arbeit geleistet, denn selbst bei einem ISO von 3200 ist das Bild durchaus noch zu gebrauchen. Was jedoch machen wir, wenn wir unsere Kamera bis hierhin perfekt eingestellt haben, zum Beispiel 2,7K Auflösung, 30 Frames per Second, ein idealer Shutter in dem Fall von einer 60stel Sekunde und einem ISO-Wert von 100, unser Bild aber noch viel zu hell ist? In diesem Fall haben wir genau zwei Möglichkeiten. Das erste wäre, einen ND-Filter vor die Kamera zu machen, der wie eine Sonnenbrille für unsere Kamera ist und die Beleuchtung reduziert. Das zweite allerdings wäre, wir beißen in den sauren Apfel und erhöhen unseren Shutter so lange, bis die Aufnahme nicht mehr überbelichtet ist. Und für die Aufnahme das Beste hoffen, dass sie noch zu gebrauchen ist. Schließlich ist das genau das, was unsere Kameraautomatik macht und was wir eigentlich vermeiden möchten. Aber mal angenommen, die Beleuchtung ist bis hierhin ideal, stelle ich als letztes noch den Weißabgleich ein und nutze dafür einen kleinen, aber effektiven Trick. Und alles, was wir dafür brauchen, ist ein weißes Blatt Papier. Wir öffnen die Einstellungen und gehen zu unserem Weißabgleich. Diesen stellen wir auf automatisch, halten dann für etwa 2 Sekunden unser weißes Blatt Papier vor die Kamera und schalten dann wieder auf manuell. Nun bekommen wir einen Wert vorgegeben, der ungefähr der aktuellen Beleuchtung entsprechen dürfte. Das ist unser Richtwert. Den können wir entweder so lassen oder nach den persönlichen Vorlieben noch ein wenig ins Warme oder Kalte korrigieren. Und damit ist unsere Kamera auch schon perfekt eingestellt. Und ja, mit dieser Sensation wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.